zu einem neuen Let's Play. Nein, zu einem neuen. Zu einer neuen Wahl. Ja, ich könnte jetzt nochmal neu anfangen, aber nö. Nö. Ja, Amberstar ist vorbei nach nicht einmal 200 Folgen. Volles Kurzprojekt. Wählt doch mal längere Projekte. Also bitte. Nein, Moment, Amberstar habt ihr gar nicht gewählt. Ach, jetzt redet euch nicht damit raus, ja? Also wirklich. Gesindel hier. Ja, Amberstar ist durch, dieses Kurzprojekt, wo nicht mal 200 Folgen hat. Kinder können. Könnt ihr euch gleich mal merken, jedes Projekt, das als Let's Play bei einer Videolänge von 20 bis 25 Minuten nicht mindestens 200 Videos hat, ist irgend so ein kleines Nebenminispiel, wofür man nicht 50 oder mehr Euro zahlen sollte. Gut, kommen wir zurück zur Wahl. Ja, Wahl läuft ab wie immer. Für alle, die die Regeln nicht kennen, werde ich es kurz erläutern und die auch nicht lesen können. Also der Großteil meiner Abonnenten, die sind einfach zu blöd zum Lesen. Also Mehrfachauswahl ist wie immer erlaubt. Ihr könnt auch irgendwie hier alles anhaken, wenn ihr meint, das ist irgendwie toll. Alles scheiße, immer überhaken. Ja, so. Man muss sich nicht anmelden oder so oder registriert es dann nochmal in der Zeit, um zu wählen. Ich werde allerdings Leute, die irgendwie angemeldet sind und mit ihrem angemeldeten Account hier so wählen gehen, höher gewichten. Das heißt, wenn irgendwie gleich viele Spiele wählen, wenn zwei Spiele gleich viele Stimmen haben zum Beispiel und einer hat irgendwie fünf Leute, die angemeldet sind, gewählt und bei dem anderen nicht, dann will ich das spielen, wo die Leute, wo sie angemeldet haben. Denn dann weiß ich, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die hier zufällig drüber gestolpert sind und gedacht haben, oh, ich klicke eh alles an, was ich sehe. Link werden wir übrigens auch in der Videobeschreibung finden. Ihr müsst also nicht selbst suchen, keine Sorge, ich will euch ja nicht überfordern, ne? Mein Gott, meine Abonnenten sind eh dumm. Ja, was noch? Ja, also wenn Zufallsgenerator gewählt wird, dann werde ich jedem Spiel einfach so eine Nummer, so durchgehende Nummer zuweisen. 1, 2, 3, 4, 5, bis 10. Und werde dann einfach so einen Zufallsgenerator sagen, sag mir mal, was ich spielen soll. Und sollte jemand unabhängig, also genau viel, gleich viele Stimmen haben, werde ich entweder auch den Zufallsgenerator wählen. Es sei denn natürlich, das sind irgendwie bei einem Spiel mehr von angemeldeten Leuten. Oder ich würde einfach das Spiel, worauf ich mehr Lust habe. Je nachdem, mal gucken. Und wie gesagt, man kann mehrfach ankreuzen. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, das gefällt mir, dann kreuze ich an. Und ich werde mir übrigens auch die IPs und so anschauen, wer das so wählt. Damit ich euch viel besser verfolgen kann. Ja, meine Abonnenten verfolgen. Als ob jemand Leute, die so dämlich sind, mich zu gucken, verfolgen will. Für den Fall, dass da irgendjemand der Meinung ist, ah, ich kriege ja jedes Mal von der Telekom eine neue IP, wenn ich mich neu verbinde, oder ich habe da ganz viele Proxys irgendwo im Iran stehen und dementsprechend etwas diese Votes dann löschen oder berücksichtigen, dass da irgendwie mehrfach gewählt wurde. Ja. Sollte so nicht sein. Für den Fall, dass jemand der Meinung ist, das Ganze wird nicht richtig gewählt, weil meine Zuschauer alle zu dämlich sind, kann man mich natürlich auch bestechen. Also schickt mir einfach ein Geld über PayPal, per Post oder sonst irgendwas Wertvolles, dann kann die Wahl sicherlich demokratisch geändert werden. Das ist alles kein Problem. Ja, das war's im Prinzip. Für diejenigen, die mich besonders hassen und verwirren wollen, empfehle ich hier Ambermund zu wählen und dann später bei der RPG-Wahl, die ja auch bald irgendwann demnächst kommen wird, Albion zu wählen, damit ich völlig verwirrt bin von den Spielen und durcheinander komme. Das wird jetzt wahrscheinlich passieren, aber hey. Noch irgendwas. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es vergessen. Das war, glaube ich, noch irgendwie so ein bisschen wichtig. Ach ja, richtig. Nächstes Wochenende werde ich vermutlich die letzten Folgen von Amberstar hochladen. Das ist jetzt komplett durch. Die Wahl wird dann noch eine Woche weiterlaufen. Also zwei Wochen von jetzt an. Der Woche wird dann auch keine Videos für Amiga-Dingsbums kommen, ne? Weil ich dann keine haben werde. Dann werde ich die Wahl dicht machen und dann die Woche drauf, also in drei Wochen von heute aus gesehen, wird dann das nächste Projekt kommen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich soll gelegentlich auch mal meine Spucke runterschlucken, sonst spucke ich hier alles voll. Ach, ist nur mein Monitor. Der muss immer wieder sauber gemacht werden. Und weil ich das letzte Mal so eine tolle Idee fand, werde ich es auch diesmal machen, so kurz die Spiele mal zeigen. Also die Scheiße, die ihr da spielen dürft, ich spielen darf. Das ist alles scheiße, ich spiele mal was Richtiges, ich spiele mal Call of Duty, das ist viel besser. Ja, das werde ich jetzt auch kurz tun, ja. So, das erste Projekt auf der Liste, Spiel, wie auch immer, wäre Colonization, die Amiga-Version. Ich werde wahrscheinlich so mit diesen Einstellungen spielen, dann ausnahmsweise mal Vizekönig, ja. Ich spiele so oft, England wird natürlich genommen, da werde ich dann irgendeinen anderen Namen reinwerfen und so, wir starten einfach mal. Und es ist so geil auf diesem emulierten Amiga, ne.
Auf dem Original Amiga hat es immer ewig geladen, weil die scheiß CPU so lahm war, aber hier sehe ich das ewig schnell und ausnahmsweise werde ich mal, ja, das war jetzt mal nicht so gut, so. Und Moment, irgendwas klingt gerade. Ich habe jetzt den Sound nicht so gut eingestellt, weil ich zu faul bin, mich für 10 Spiele jetzt hier einzustellen. Ja, ja, wir haben hier und die Sound einstellen. Ich muss da wieder was umstellen. Ich werde ausnahmsweise jetzt sogar mal das akzeptieren, was ich bekomme an Karte. Normalerweise lädt man es ja dann immer so oft neu, bis man irgendwas hat, was einem gefällt. Hier will ich das tatsächlich mal nicht machen und natürlich auch Vizekönig spielen, was ich auch eher selten mache. Ja, ja. Und der Sound, ich muss das umstellen. Ich muss das jetzt wirklich wieder umstellen. Das geht so nicht. Das klingt scheiße und ist nicht schön. Und ja, ich. Die DOS-Version. Oh, Alter, diese Soundknacks. Ich werde es gleich umstellen. So, ja. Colonization wie hat Ähnlichkeit mit Civilization 1. Man hat hier so. Beruf. Na gut, nicht wirklich. Oh, dieser Sound. Ich stelle es gleich um. Im nächsten Ding ist es dann weg. Zieh das Spiel jetzt voll runter, nee. Man kann hier verschiedene Sachen produzieren und das primäre Ziel ist es, irgendwie Unabhängigkeit zu erreichen. Ich hab vielleicht schon mal was von gehört, von amerikanischen Unabhängigkeitskrieger, ich weiß gar nicht. Was? Man kann hier auch Leute wählen, die verschiedene Sachen machen, ich weiß allerdings nicht mehr was genau. Lass Salve mal auf jeden Fall haben, weil man da dann automatisch Einfällung bekommt. Man kann Handel mit anderen Indianer Nationen betreiben, man kann sie natürlich auch mit Kaberschiffen platt machen. Ich meine natürlich, Kaberschiffe ist etwas, was ich nie unterstützen würde und jetzt geht endlich. Und im Prinzip ist das Unabhängigkeit erklären, ja. Können wir jetzt noch nicht machen, weil 0% der Siedler unterstützen die Unabhängigkeitsbewegung. Boah. Grafisch etwas veraltet und die DOS-Version wäre wahrscheinlich besser, aber Details. Und ja. Ich werde sogar ohne alles zu laden und zu speichern und Kleinkriminelle, toll, ich bekomme Kleinkriminelle. Was wollte ich sagen, ohne laden, speichern zu spielen. Macht auch keiner dem Spiel. Pff. Egal, das war Colonization. Das soll dir nur so einen kurzen Eindruck geben. Informiert euch im Internet, wenn ihr mehr wissen wollt und ich nehme länger auf, als ich wollte. Hey. Egal, Hauptsache ich bleibe unter 3 Minuten bei jedem Ding, das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Egal, dann auf zum nächsten. So, Burn Time. Von Max Design, also kann schon mal nur gut sein. Wir spielen auf 3, was ich nun mal auch nicht mache. Kannst hier halt irgendeinen Charakter wählen, das ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Man kann auch zu zweit spielen, auch alleine, wenn man das möchte. Alleine zu zweit. Und dann starten wir das Spiel mal. Wir haben hier eine wunderschöne Erde, also ja, nicht so wirklich mit verschiedenen Orten. Haben hier Computergegner, die mehr oder weniger gut sind. Ich hoffe, dass diese Arge-Version nicht zu sehr verbuggt ist. Da gibt es einige unschöne Versionen. Wir sind dieser sexy Typ hier, FGFG, für Fick, keine Ahnung. Können wir mit diesem Arschgesicht reden? Ja, es ist jetzt eine sehr kurze Einführung. Ich arbeite nicht für Sackgesicht, du mich auch. Ja, wir sehen, das ist ein Soldat. SD war Soldat, ne? TK war Techniker. Wir haben hier nichts, sehr gut. Wir haben hier Hunde, die wir töten und essen können. Das Spiel spielt so ein bisschen nach, ich weiß gar nicht, der Dritte Weltkrieg, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ja, doch, Dritte Weltkrieg war es. Ja, und am Anfang will irgendwie kein Schwein für uns arbeiten, weil wir stinken und so und wir können unsere Flasche nicht auffüllen, weil zu wenig Wasser da ist und wir müssen halt Wasser überleben. Für jeden Ort gibt es so verschiedene Sachen, was man hier so abbeuten kann. 4 Tagesration Wasser. Hm? Man soll immer zusehen, dass man genug Essen und Wasser hat, sonst stirbt man irgendwann und dann ist das Spiel verloren. Und wenn der Hauptcharakter stirbt, egal was für eine Volksschaft hat, ist auch verloren. Und das Ziel ist es im Prinzip, sämtliche Punkte auf der Karte zu erobern, außer diese Städte. Waren ja. Ein bisschen auch Englisch, okay, weil die Städte kann man nicht erobern. Also dazu muss man im Prinzip einfach nur einen reinsetzen und sagen, oh, du bist jetzt mal hier so, besetzt das mal, das gehört jetzt mir und ja, au. Wir kämpfen mal gegen den Hund. Wir haben das Messer, der das Messer haben wir ausgerüstet. Es gibt später noch bessere Waffen. Und wir bekommen Fleisch von dem Hund, sehr gut. Wir wollen wieder reden, sonst kämpfen wir gleich gegen den. Willst du einen Job? Nein, keiner will für mich arbeiten. Und wenn der Gegner einen. Moment halt. Ich will dich doch mal mitnehmen, so. So, der gehört jetzt zu uns und den können wir jetzt hier so zum Lager. Und jetzt gehört uns das. Das müssen wir im Prinzip auf die ganze Karte machen. Nebenbei noch die KI töten und nicht selbst sterben. Einfaches Prinzip, nie durchgespielt.
Könnte auch daran liegen, dass die Version, die wir hatten, irgendwie verbuggt war. Ich glaube, wir hatten die Version, wo alle Reisen nur einen Tag dauert, was es praktisch unmöglich macht, den Gegner irgendwie auszuhungern. Ja, das ist natürlich nur eine sehr grobe Erklärung, aber wenn ich das jetzt alles wirklich komplett voll erkläre, dann dauert meine Wahl länger, Wahlvideo länger als 10 Stunden und das wird nicht so pralle. Mach ich dann im Spiel. Ist gelogen, ich weiß. So, 1869 hat am Wind, nachdem ich eben ein paar Diskussionen mit der Kopierschutzabfrage hatte, weil die gesagt hat, dass das nicht stimmt. So, wir geben einfach mal irgendeinen Namen ein. So, ja, heißen FH, ne, wählen irgendeine Stadt aus. Muss jetzt nicht so richtig sein. Ja, ich bin weiblich und nehme ein 26-Jahres-Spiel. Und ja, Max-Design, ne? Leicht wie immer, kennt man ja Max-Design. So, was ist unsere Aufgabe hier? Wo wollen wir erstmal, ne, Moment, das ist falsch. Wir haben hier ein Handelsspiel. Schöner Musik, arge Version natürlich. Wir können hier Schiffe bauen. Welche Schiffe bauen Sie? Ja, die sind natürlich nicht so ganz billig, nur Preis. Wir konnten hier doch irgendwo blättern. Achso, nee, ich muss hier klicken. Okay, das war noch sie. Ja, jetzt können wir uns so ein schönes Schiff aussuchen, das können wir bauen. Am Anfang vielleicht nicht unbedingt das teuerste, man hat ja nicht ein Handelsspiel, der nicht so viel Geld hat. Können wir hier einen lustigen Namen geben und das Spiel ist ein Handelsspiel. Wie hoch ist die Anzahlung? Okay, bauen Sie das Schiff. 2 Monate geliefert. Okay, jetzt kann man hier so klicken, dann vergeht die Zeit. Ach, man kann die Zeit vergehen lassen im Wirtschaftssimulationsspiel. Hey. Und man kann hier verschiedene Städte bereisen. So kann gucken, was die so exportieren. Politischer Zustand. Zustand. Ist ein Zustand irgendwo hier. Ja. Ich glaube, hier war das oder so, muss man Waffen hinliefern, bringt voll viel Geld, wenn man nicht unterwegs von einem Schiff erschossen wird. Ich versuche auch hier möglichst wenig zu laden und zu speichern. Ist mein Schiff schon fertig? Keine Ahnung. Nee, noch nicht, sonst müsste ich es, glaube ich, sind 10. Ja, gelegentlich kommen so Nachrichten. Das können wir dann alles. Müsste mein Schiff nicht langsam mal fertig sein? Ich klicke jetzt einfach sinnlos rum. Ich sollte vielleicht. Nein, leck mich doch. Ich sollte auch die richtigen lassen. So, wir können hier natürlich eine Crew anheuern. Moment, ich suche eine Mannschaft. Ich habe noch kein Schiff. Okay. Warum habe ich kein Schiff? Ich habe soeben meinen Auftrag gegeben. Ich muss mich beeilen. Möchte mein Schiff bezahlen? Oh. Es ist einfach noch nicht fertig. Okay. Das ist jetzt natürlich schlecht, weil gleich meine Zeit um ist. Hallo, bist du mal fertig? Hieß es nicht, das müsste gleich irgendwie fertig werden? Habe ich was falsch gedrückt? Keine Ahnung. Ich habe nur noch 6 Millionen, also muss ich Geld ausgegeben haben für irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Das können wir dann weiter diskutieren. Wir haben hier ein Lager, dem wir Sachen einlagern können. Und die Filiale schließen, was vielleicht bei der einzigen Filiale, die wir haben, nicht so klug ist. Wir können Informationen abrufen. Wir können uns Geld leihen. Nein, wollen wir nicht. Ja, Handelssimulation. Auch nicht gerade einfach. Wählt das nie. Wählt keine Max-Design-Spiele. Das ist böse. Aber egal, bevor die 3 Minuten voll sind, weiter zum nächsten Spiel. Ich brauche immer länger, das ist schlimm. So, Isha 1. Noch nie gespielt, keine Ahnung. Das ist eins dieser frühen 3D-Spiele. Glück auf, Süden des Landes, Ungarn, gibt es ein kleines, schönes Dorf in Taverne zum. Was? Durstigen? Durstigen? Keine Ahnung, Barbaren ist rings unbekannt. Wir können den Tipp mitnehmen. Ich habe es nur kurz angespielt. Wir können ihn töten, ja. Vielleicht lieber nicht so, ne? Wie gesagt, ich habe das Spiel nie gespielt. Keine Ahnung, worum es da geht. Überhaupt null Ahnung. Blind, komplett blind. Was ich schon mal rausgefunden habe, ist, dass wir eine Landkarte haben. Die jetzt bedingt nützlich ist, weil wir keine Ahnung haben, wo wir sind. Das ist auch wieder eins dieser Spiele, wo mich, glaube ich, wenn ihr das wählt, mich in den Wahnsinn treiben wird. So, wir können uns hier lustig drehen in dieser. Aber wir haben einen Kompass, anders als bei Amberstar am Anfang. Wir können hier ist eine Brücke, das weiß ich noch. Und wir haben natürlich so, was auch immer das ist, ich habe nicht die geringste Ahnung. Der hat ein Schwert und eine leere Hand, er hat gar nichts. Sehr gut. Können wir das hier irgendwie? Nee, können wir nicht. Können wir das irgendwie? Können wir das? Ja. Okay, keine Ahnung, was das ist. Passt schon irgendwie. So, wie komme ich das jetzt wieder raus? Nee, das sollst du immer schön. Egal, lassen wir es einfach mal so. Und wieder mit Diskettenlaufwerk. Ja, ich könnte das. Wir kann das, glaube ich. Nee, das hat keinen Installer dabei und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mir das jetzt ewig anzulesen. Deswegen wäre hier wieder Diskettenlaufwerk dabei. Nein, keine Aktion. Attack hier.
So, wir, das ist so ganz klassisch. Attack. Ah, okay. Da muss ich klicken, alles klar. 100 Erfahrungspunkte Gold. Das ist eins. Ja, man merkt vielleicht, dass es so ein bisschen älter ist. So ein bisschen, ne? Das ist übrigens eine Trilogie, das heißt, die anderen beiden Teile hätte ich auch. Den dritten Teil, der gibt es sogar einen Installer dafür. Was zur Hölle habe ich da überhaupt? Ach, das ist Gold. 5000 Gold. Das klingt fast viel, das ist fast so ein Spiel, wo ich mir eine Karte zeichnen sollte. Gott. Nein, 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 keine Karte. Wir haben hier wieder eine Brücke. Ich habe keine Ahnung, wo ich da überhaupt hinlaufe. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich hin muss. Das könnte auch sehr lustig werden. Man kann auf jeden Fall sehr weit laufen. Bis man. Ich laufe einfach durch die Bäume durch. Kein Ding nicht. Bin ich jetzt überhaupt? Also ich bin einmal hier rüber und dann da irgendwo über eine Brücke. Und jetzt laufe ich keine Ahnung wohin. Oh Gott, Moment mal, hatte ich es gerade eben gescrollt? Nee, ich hoffe nicht. Oh Gott. Hält das bitte. Ich bin angegriffen. Okay. Ja, Disk A. Das Ding erkennt irgendwie nur ein Diskettenlaufwerk, was ganz toll ist. Das wählt bitte nicht. Okay, das wird auch gewählt. Und Amber Moon. So, ich glaube, hier ist die Musik jetzt viel zu laut, aber okay, wir drücken einfach mal ein neues Quest starten. Das ist Amber Moon. Hier darf man nichts würfeln. Man darf allerdings aus deutlich besseren Gesichtern auswählen. Naja, doch, gut. Nein, ja, ich nehme aber den Standardcharakter. Und das kenne ich auch nicht, das wird auch blind. Also ich habe es mal kurz angespielt. Ich weiß, dass es ist so ähnlich wie. Es ist ähnlich wie Amberstar, überraschenderweise, ja. Ich schaffe es nicht, das Schloss zu knacken. Hatte ich das mal? Nee, das hatte ich mal kurz im Let's Play angespielt. Wir haben, wie man sieht, deutlich bessere Grafiken, die auch heute noch recht gut aussehen. Also, ich muss sagen, die kann man sich auch heute noch angucken, finde ich. Und ich habe keine Ahnung, was. Also, ich weiß grob, worum es geht. So grob. Und so grob, was man direkt die ersten 10 Minuten am Anfang machen muss und dann hört es auf. Und wir haben sogar eine Animation für den Dietrich, der dieses Mal einfach. Der einfach zerbricht und nicht explodiert. Oh, das war jetzt natürlich schon mal richtig klug, dass ich das alles zerheizt habe. Was soll schon schief gehen? Brauchen wir eh nicht. So, wir laufen jetzt einfach mal nach hinten durchs Feuer. Das weiß ich auch, dass das geht. Und das ist natürlich eine Falle, weil. Es ist doch keine Falle! Das ist total offensichtlich! Oh. Ja, der war schon mal großartig, muss ich sagen. Ganz, ganz großartig. Mache ich das jetzt nochmal? Ja, komm. Na, ja, das war jetzt so nicht geplant. Das wird eher das Spiel sein, wo am meisten gewählt wird. Also es wird, wie gesagt, wieder blind. Wir wollen auf jeden Fall die Dietriche mitnehmen. Ich will noch kurz die 3D-Umgebung zeigen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich das nicht auch länger als 3 Minuten machen will. Und die Musik. Wow, ich habe richtig Glück hier. Nee, ich möchte das angucken. Ich möchte die Kiste böse angucken und dann einen Dietrich benutzen. Der jetzt diese Tür öffnet. Okay, er explodiert doch wieder. Ich habe hier einen Zauberstab. Ja. Hey, süß, das ist mal mein Zauberstab. Ja, und dann haben wir hier hinten noch über den Keller, der uns wieder in die bekannten Dungeons führt. Ja, ja, irgendwelcher Text, den lesen wir jetzt nicht vor. Wir nutzen mal die Laterne, die nicht explodiert, aber haben dafür Licht und neben 10 Speicherständen ein Hauptsinn und wir spielen hier die Version 5. Haben wir Bodentexturen und Deckentexturen. Yeah. Yeah. Sieht voll geil aus. Ne, geht so. Das Kampfsystem wurde auch überarbeitet. Das kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, weil ich zu blöd war und gestorben bin und so. Das ist jetzt auch besser. Das werden wahrscheinlich eh die meisten wählen. Und wow, sieht fast schon gut aus, ne? Also. Können wir auch wieder hier steuern, weil es sieht sogar, wann die Katze ausgeht. Egal, schnell weiter zum nächsten. So, Death or Glory, The Battle of Morgan. Habe ich auch nie gespielt, blind wieder, ne? Ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht, worum es da geht. Wir haben hier alte Männer, die unterhalten sich und wir können wir das wegdrücken? Ja, wir können das wegdrücken. Wir haben ja merkwürdige Leute, die. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Die Story überspringen wir jetzt einfach mal schnell. Ich will das Spiel ja nur kurz zeigen. Behält es, wenn ihr das mehr sehen wollt. So, ganz einfach. Hallo? Ja. Diese alten Spiele waren immer sehr textlastig. Und die Sound. Die Sound. Der Sound ist, glaube ich, ja auch viel zu laut. Also zumindest im Intro. Ich habe gerade irgendwie keine Maus. Das ist jetzt ganz. Ah, okay.
Ich habe irgendwas gedrückt und es ist was passiert. Ah, das steuert man mit. Ah, okay. Das steuert man hier mit, nicht mit Maus, sondern mit Tastatur. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und wir haben nichts. Was ist jetzt der Unterschied? Okay, ich kann das also in beide Hände legen. Gut. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir drücken einfach mal, wie man das so macht, alle Tasten durch und finden keine Möglichkeit, weiterzumachen. Ich hätte das schon mal antesten sollen, ja. Hallo? Ah, okay. Ah, alles klar. Jetzt sollen wir vielleicht auch mal nach drüben drücken. Kapitel 1. Branded and Exiled. Ausgestoßen. Auch noch mehr Checks, wirklich. Ah ja, okay, wir sind im Spiel und ich darf nichts tun. Sehr gut. Ja, das ist rundenbasiert, wenn ich mich nicht täusche. Ich hab's mal kurz angespielt irgendwann. Ja, noch mehr. Erinnert mich so ein bisschen an Battle for Westnod, nur mit dem Unterschied, dass das hier älter ist. Ich hoffe, hier muss ich nicht auch mit Nahkämpfen, mit Fernkämpfen in den Nahkampf gehen, um wieder Fernkampfwaffen zu benutzen. Irgendjemand hat mir mal geschrieben, dass das Spiel richtig geil sein soll, allerdings ziemlich scheiße schwer und ich glaube, die Musik ist viel zu laut hier. Bewegen. Ich habe zwar keine Ahnung wohin, aber okay. Rundenbasiert. Kann ich hier noch angreifen? Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Oh Gott, die Musik gerade. Weitere Funktionen. Was kann ich denn noch so tun? Levelkarte. Ah, okay. Es gibt hier schon eine Levelkarte. Wenn ich jetzt zugehört, wisst ihr wahrscheinlich auch, was ich tun muss. Ah, okay. Hier ist Häuser. Ich vermute mal, die muss ich erobern. Um irgendwas zu bekommen. Gold oder sowas. Das ist ja meistens so in diesen Spielen. Oder Ausrüstung. Zaubern, kämpfen. Taktik, Information. Ah, okay. Also wer auf rundenbasierte Strategiespiel steht oder sowas wenigstens mal sehen will oder sowas interessant findet, aber selbst nicht mehr sagt, boah, das ist viel zu schwierig, der kann das ja mal nehmen und sehen, wie ich scheitere. Ich hasse euch jetzt schon dafür. So, Eye of the Beholder, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Habe ich was vorbereitet? Ich habe doch nichts vorbereitet. Oh doch, ich habe was vorbereitet, er speichert das scheinbar automatisch. Das soll eben nicht sein. Toll, Grafikfehler. Ich habe einen Stein. Sehr gut, den nehme ich mal mit. Ja, ich habe hier mal so eine Truppe erstellt. Die ist voll toll. Ja, Eye of the Beholder. Man geht in die Kanalisation, da fällt alles zu und danach kann man nur noch tiefer in die Kanalisation gehen mit immer mächtigeren Gegnern. Man kann vorher vier Leute erstellen, die ich jetzt natürlich total toll aufeinander abgestimmt habe. Sieht man auch schon mal da, dass ich gar keinen reinen Kämpfer, doch, nee, keinen reinen Kämpfer dabei habe. Man kann ja Dinge mitnehmen und ich habe so leichte. Soll das so sein? Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast hier baut der Emulator Mist oder es liegt daran, dass ich einen AGA-Chipsatz benutze. Weil das glaube ich eher für ICS, OCS ausgemacht ist. Und man hat hier Gegner und man kann die so totschlagen. Das ist zu weit weg. Und oh, ach, das ist ein Wurfdolch. Sehr gut. Wurfdolche, da kann man von hinten angreifen. Das können die Leute normal nicht, weil die stehen hinten und da guckt mich einer an. Etwas so tief in den Abfluss. Ne? Das ist ganz toll. Ist immer gut, wenn irgendwas tief in den Abfluss lutscht. Und man muss halt. Es gibt ja auch noch keine Karte. Das heißt, man sollte sie vielleicht selbst zeichnen. Ich mache einfach mal alle Türen auf. Was soll da schon schief gehen? Da kommen bestimmt keine Gegner von hinten. Nein, nein. Das ist total offensichtlich. Und man hat halt über solche Steine. Wer vielleicht Dingsbums Grimrock kennt, Legend of Grimrock. Ich habe keine Zauber. Ja, die Truppe ist natürlich total scheiße, die ich hier zusammengestellt habe. Und ja, man kann sich natürlich auch ausruhen und so lustige Sachen. Camp. Ausruhen, was natürlich dazu führen kann, dass Gegner auftauchen. Und man braucht auch irgendwas zu essen, sonst taugt das sowieso nichts. Und das ist auch eher das schwierige Spiel. Ich glaube, das werde ich vermutlich auch öfters starten müssen, bis ich das dann irgendwann mal halbwegs durchgespielt habe. Wow, es läuft so gut. Ich muss sagen, das ist gut, also mit der Truppe werde ich definitiv nicht spielen, war aber auch dazu nicht gedacht. Die ist halt einfach mal schnell erstellt. Hier geht es nicht weiter. Was? Ach, der geht von alleine auf. Sehr gut. Und man, ich weiß gar nicht, hat man hier schon andere Wesen hat man gefunden, die einen nicht gleich töten wollten? Niemand schafft es, die Tür aufzubrechen. Kann hier lustige Grafikglitches produzieren. Das wird noch lustig werden. So. Das sind doch die Anfangsgegner. Ja. Meine Gruppe ist scheiße. Lass uns lieber zum nächsten Spiel gehen.
Das ist ja grausam, hier anzuschauen. So, Lotus 1. Mit viel zu lauter Musik, glaube ich, aber hauptsächlich Musik ist gut. Wir können hier unterschiedliche Rennen auswählen. Wir machen mal Practice. Normal Gear oder Alternative Normal Control. Ja, wir nehmen natürlich manuell, weil ich bin völlig bescheuert. Und dann muss ich mal kurz gucken, wie die Tasten sind. Wir können hier lustige Musik noch auswählen. Wir nehmen mal die hier, weil Practice Track. Da werde ich dann so lange spielen, bis ich überall Platz 1 bin, was ziemlich lange dauern wird. Das Spiel ist reichlich unfair und alt und es habe ich schon erwähnt, dass das Spiel alt ist. Und die Musik ist, glaube ich, gerade 500 Nummern zu laut. Ah, jetzt wird sie leid. Jetzt ist die Musik weg, okay. So, wir haben hier lustig hochmoderne Grafiken. Können hier voll hochschalten. Gucken wir auch mal Kurven oder so. Nein, es kommen keine Kurven. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo schaltet man hier eigentlich runter. Ich nehme die Kurve einfach. Ach ja, richtig. Man hat diese stylischen Geräusche. Wenn man driften kann man hier nicht mehr. Man fährt um die Kurve. So, okay, jetzt erstmal gucken. Moment, hier ist Bremse. Schalte ich hier runter? Okay, ich finde gerade die Taste zum Runterschalten nicht sehr gut. Einfach mal im fünften Gang weiter, mache ich auch immer. Einfach mal im fünften Gang, ne? Anfahren im ersten. Das ist für Kindergartenkinder. Wir haben hier einen fetten Lotus mit fetter Musik, kann ich nur empfehlen. Wir fahren natürlich im fünften Gang an, mache ich auch in der Realität so. Mein Lamborghini kann das problemlos. Wow, das ist wunderschöne Pseudo-3D, das so unglaublich hässlich heutzutage inzwischen aussieht. Und man muss auch irgendwann tanken, wenn ich mich die erinnere. Aber jetzt noch nicht. Davon gibt es übrigens auch drei Teile, die auch alle drei scheiße schwer waren. Also zumindest habe ich so scheiße schwer in Erinnerung. Nicht so lustig. Oben sieht die Linie, wie viele Runden ich fahren muss. Das ist nicht lustig. Und es gibt drei Schwierigkeitsstufen, wovon der erste schon nicht lustig ist. Wählt das auch nicht. Wählt einfach gar nichts, weißt du? Wählt einfach gar nichts, alle null Stimmen, dann brauche ich gar kein Projekt nehmen, alles wird gut. Ich war richtig gut. Ich muss tanken. Wir haben noch Fuel. Fuel. Warte mal, hier war das. Ja, hier muss ich glaube irgendwie bremsen und dann werde ich. Jetzt werde ich wieder betankt. Der Fahrer wird auch betankt. Und irgendwie hat man da glaube ich den unteren Ding auch noch wegbekommen. Da werde ich mal gucken. Ich werde auch mal gucken, wie ich hier runter. Ich tanke einfach, dann schalte ich runter. Egal. Wenn ihr mal ein altes Rennspiel sehen wollt, wählt das. So, Hero Quest, noch ein Spiel von Gremlin, wie Dingsbums auch, Lotus. Ein etwas älteres Rundenstrategie-Rollenspiel, weil hat hier einen Shop, wo absurde Preise herrschen. Wir haben sogar schon was dabei, einen Werkzeugsatz, so wie kam man hier wieder raus? Moment. Vielleicht mit Ausgang, kann es mir nicht leisten, ich bin arm, hier können wir speichern. Speicherdiskette noch. Hier können wir lustig Zauber wählen, so für den Start aus. Hier haben wir dann verschiedene Dinge. Die sind, glaube ich, von oben das leichteste. Die sind natürlich, obwohl ich die deutsche Version spiele, beziehungsweise deutsche Sprache ausgewählt habe, haben wir natürlich Englisch. Ja, wir haben alles gesehen. Ich verstehe, Mentor. Lass uns mal loslegen. Dann landen wir hier, nachdem die Diskette wieder ein wenig rumgeeiert ist, also gleich, wenn dieser schwarze Bildschirm weg ist, gleich. Da. Hier wirft eine Münze mit irgendwie 10, 20 Seiten, je nachdem, und läuft dann durch das Labyrinth. Man kann sich hier angucken, wie das aussieht. Da sind unsere Party-Member, die müssten, jawohl, Wizard, Elf. Also man muss die nicht alle mitnehmen, aber ist vielleicht nicht clever. Dann können wir hier einmal die Runde nach Gold suchen. Es schleicht sich ein Monster und greift mich an, wie auch immer das hierher gekommen ist, und das gibt dann an, wie viel Schaden wir machen bzw. bekommen. Je mehr Köpfe wir haben, desto besser. Je weniger, wenn der Gegner mehr hat, machen wir Schaden. Das zieht dann hier ab und irgendwann stirbt dann der Charakter und verliert einfach alles. So, hier haben wir noch wegen Inventarzeug, was wir nichts haben. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Das ist. Können wir hier mal laufen? Wir können auch nach Geheimtüren suchen. Finden wir aber keine, weil hier keine ist scheinbar. Weil hier keine ist, offensichtlich. So. Oh, wir suchen nochmal nach Gold. Kleines Kästchen mit 25 glänzenden Goldmünzen. Hey, tolle Sache. So, jetzt. Oh, eine 12. Ich weiß gar nicht, was das Maximum war.
Dazu gibt es, glaube ich, auch ein Brettspiel. Oder das passiert irgendwie auf dem Brettspiel. So, hier können wir die Tür öffnen und dann da reingehen. Und dann sehen wir einen Gegner. Ein Ork. Wir können auch zaubern. Muss aber ein bisschen aufpassen. Es gibt auch den Zauber, dass man durch Wände gehen kann. Aber den darf man nur einmal benutzen. Wenn ich da durch den Fels gehe, dann kann man sich irgendwo hinstellen, wo man nie wieder rauskommt. Und ja. Feuer des Zorns. Feuer vernichtet den Gegner. Hey. Und dann muss man halt verschiedene Aufgaben je nach Labyrinth erfüllen. Vielleicht auch mal interessant. Ich habe das Spiel auch nie durchgespielt. Vor allem, weil ich hauptsächlich kein Englisch konnte als kleines Kind. Dieses Fenster hatten wir schon. Ja. Und ist auch nicht sonderlich anspruchsvoll grafisch. Erstaunlicherweise. So, Megalomania. Ja, wir wären ein Spieler, der irgendwie so überhaupt keinen Unterschied macht. Wen man wählen will, einfach mal den da. Im Let's Play werde ich dann jemand anders wählen. Wer Plexi kennt, wird dieses Let's Play wahrscheinlich kennen. So, wir haben jetzt hier am Anfang mehrere Inseln. Wir bleiben einfach mal auf der Insel. Wir können jetzt hier bestimmt beliebige Anzahl Leute hinzufügen. Wir fügen einfach mal ganz viele hinzu, weil es bestimmt clever. Wir brauchen für die anderen Inseln nicht noch irgendwie welche. Nein, nein. Und dann können wir einen Punkt auswählen. Dann lädt das Spiel jetzt erstmal eine halbe Stunde, weil Disketten, nein, nicht einmal. Und vorher dann Materialien ansehen. Okay, jetzt können wir hier so, wir können Forschung betreiben. Zum Beispiel so das hier tun und dann, Moment, da muss ich klicken. Und je nachdem, wie viele Leute wir da zuweisen, geht das unterschiedlich schnell. Und das geht gerade saumäßig langsam. Achso, weil ich die Zeit voll gering habe. Wir können hier die Zeit hochdrehen. Und dann, ja, ich glaube, dieses Kettenlaufwerke werde ich deaktivieren. Die sind ein bisschen besoffen. Und dann können wir forschen. Forschung ist Trumpf. Ich erforsche... Oh, das Spiel ist genau mein Ding, weil ich gerne Sachen erforsche. Ergonomisch fantastisch. Wir haben sogar Sprachausgabe bereits, ja. Und wir können natürlich nicht nur forschen, weil das Ziel ist nicht nur erforschen. Wir erforschen jetzt einfach mal irgendwas. Und haben natürlich schon mal voll die technologische Überlegenheit gegenüber dem Feind, der wahrscheinlich überhaupt nicht gleichzeitig auch was erforscht. Und ich glaube... Ich meine auch der Meinung gewesen zu sein, dass die Amiga-Version die schwerste von den ganzen Versionen waren. Und würdest du jetzt bitte verschwinden, bevor ich verliere? Jetzt müssen wir mal ein paar hier den Waffen zuweisen. Und wie hat man das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Und die verteidigen dann unseren Punkt irgendwie. Total effizient, weil wir total technologisch überlegen sind. Und unser Ziel ist es dann, den Feind zu erobern. Moment, so funktioniert das nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie... Ich glaube zumindest, dass das die schwierigste Version war. So, und dann macht man einfach das hier und gewinnt. Ich sollte jetzt gewonnen haben, oder? Nicht? Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, das Ganze ist jetzt natürlich noch einfach. Später, ja, wird es auch höhere Technologiestufen geben. Dann schießt man auch schon mal mit Atombomben und vernichtet einfach einen kompletten Sektor. Man kann zusätzliche Basen bauen. Es gibt unterschiedliche Ressourcen. Das heißt, man kann, je nachdem, wo man startet, kann man unterschiedliche Sachen bauen und... ich kann jetzt schon gar keine Leute mehr da hinschicken. Doch, ich kann auch einen hinschicken und man übernimmt immer die nächste Epoche seine Leute. Das heißt, man sollte nicht so viel übernehmen und... Ja, mit einem werde ich natürlich eine richtig gute Chance haben. Nicht wirklich, nee. Egal. Echtzeitstrategiespiel der ersten Stunde, noch vor Dune, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Bei Colonization bin ich mir nicht sicher, wenn ich da verliere, ob ich dann nochmal neu anfange oder einfach laden will, weil das Spiel ist doch, nee, neu anfangen definitiv nicht. Da würde ich definitiv das 26 Jahre spielen. 26 Jahre war das längste. Ja, das längste halt nehmen. Isha wird auf jeden Fall lang dauern. Amber Moon vermutlich auch, weil ich das keine Ahnung habe. Dead or Glory, keine Ahnung, echt rundenbasiertes Strategiespiel, da muss man tatsächlich denken, anders als bei allen Echtzeit-Strategiespielen. Eye of the Beholder 1, da werde ich wahrscheinlich mehrfach neu starten. Lotus wird nicht ganz so lange dauern, denke ich, wobei es ist ziemlich unfair, es wird doch seine Zeit dauern. Hero Quest auf jeden Fall auch. Megalomania, das wird auch viel Try and Error werden und anders als Plexi werde ich nichts rausschneiden, das heißt, ihr dürft da auch immer zuschauen. Wenn ich mir denke, fick dich Spiel. Ja, das waren die 10 Spiele zur Auswahl stehen. Das sollte für jeden Retro-Fan was dabei sein irgendwie. Ich könnte noch Dune 2 oder so hätte ich noch aufnehmen können, aber das vielleicht beim nächsten Mal. Dune 1 backt ja irgendwie rum, wobei ich da glaube ich eh die CD-Version nehmen will von DOS, weil die hat
Sprachausgabe, wie ich gehört habe, und bessere Grafik. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Das sind die 10 Spiele für dieses Mal. Also am besten nehmt jetzt Amber Moon, beim nächsten Mal Albion. Oder wenn ihr mich hasst, nehmt ihr irgend... Oder noch mehr hasst, dann nehmt, was weiß ich, das hier. Oder rundenbasierte Strategiespiele. Im Prinzip sind die Spiele alle unglaublich schwer. Gut, Burn Time gibt es so im Prinzip keine Schwerschwierigkeitsstufe, aber du kannst auswählen 1, 2, 3 und ja. Ich werde natürlich auf 3 spielen, deswegen auch das schwer, aber wenn ich da jetzt III reinmache, dann versteht keiner, was ich meine. Gibt es übrigens auch ein gutes Let's Play von, wie hieß der? Little 2K oder so? So in die Richtung hieß der, glaube ich, hat auch ein Jagged Alliance 2 Let's Play, kann ich nur empfehlen, guckt es euch an. Genau, Plexi kann ich auch empfehlen. Macht ihr noch Let's Plays? Ich habe letztens irgendwas von einem Livestream gelesen, aber Let's Plays so hat er schon ewig nichts mehr hochgeladen. Der wollte auch mal mein Steel 1 Video Gastkommentator werden und mein Mauszeiger blinkt so merkwürdig. Ich muss an der Aufnahme liegen. Ist ein Mistkerl. Egal, das ist die Wahl. Geht wählen. Wähl oder stirb, wer es rausbar kennt. Ja, und dann bis bald zur nächsten Wahl. Die Rollenspiel muss ja auch bald gewählt werden. Da sind die Videos aber größer und ich muss länger uploaden, deswegen dauert es noch ein wenig länger. Egal, Karl, dann sage ich auf Wiedersehen, bis zur nächsten Mal. Ja.